Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie John Dewey sich die Festlegung der Ziele und Inhalte des Unterrichts in seiner Konzeption des demokratischen Lebensentwurfs vorstellt. In Deweys Konzeption des demokratischen Lebensentwurfs listet er keine fixen Ziele und Inhalte auf. Im Gegensatz dazu findet man zum Beispiel bei Comenius eine klare Festlegung der Ziele und Inhalte des Unterrichts. Bei Dewey wird dagegen die Festlegung dessen, was gelehrt wird, selbst als sozialer Prozess verstanden. Dieses Verständnis von Lerngegenständen wird von Dewey vor allem gegen Herbart angeführt. Dewey wirft Herbart vor, die Wechselwirkung zwischen Organismus und Umwelt zu ignorieren. Er bemerkt jedoch, dass sobald man diese Wechselwirkung berücksichtigt, es keine bestimmten Gegenstände sind, die zu Erfahrungen führen. Die Erfahrung findet vielmehr durch die Gegenstände statt. Damit rückt Dewey die Methode in den Mittelpunkt der Erziehung. Die Methoden, die Dewey damit meint, sind Projektunterricht, entdeckendes Lernen und Experimente. Damit wird die Erfahrung, die der Lernende macht, in den Mittelpunkt gerückt. Fixes Wissen ist für Dewey aber nichts an sich Irrelevantes. Das fixe Wissen hat jedoch eine andere Funktion als in anderen Theorien, weil es nicht als abgesondert, als unveränderliches Faktum angesehen wird, sondern als ein in eine dynamische Beziehung eingeflochtenes Wissen, das sich mit der Gesellschaft verändert und erweitert. Darum soll der Unterricht sich laut Dewey nicht an bloß nützlichen Inhalten orientieren, sondern vielmehr an der Gemeinschaft und an der Methode. Die Orientierung an der Gesellschaft und an der Methode meint dabei, dass die Veränderungen und die Interaktionen in einer Gesellschaft, also das Wissen, dynamisch verstanden werden müssen, um Entwicklung und Fortschritt garantieren zu können. Dabei werden von Dewey keine fixen Ziele für den Unterricht deklariert. Die Erziehung hat keine Ziele. Ziele können nur handelnde Menschen haben. Darum können sich Ziele nur aus dem Erziehungsprozess entwickeln, in dem Menschen handeln. Deswegen sind die Ziele auch einem ständigen Transformationsprozess ausgesetzt und müssen zugleich der Transformation ausgesetzt werden. Ziele und Inhalte sind also eine Folge von Aushandlungsprozessen. Diese Aushandlungsprozesse sind erforderlich, weil darin nicht hintergehbare Differenzen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft zum Ausdruck kommen und bearbeitet werden. So wie eine demokratische Gesellschaft ihre Ziele aushandelt, müssen auch die Lehrenden und Lernenden im Unterricht ihre Ziele aushandeln. In Deweys demokratischer Konzeption von Erziehung benennt er keine Ziele oder Inhalte von Unterricht. Die Inhalte des Unterrichts sollten nicht fix vorgegeben sein, sondern sich an der Gesellschaft orientieren. Sie ergeben sich aus Aushandlungs- bzw. Transformationsprozessen innerhalb der Gesellschaft. Die Erfahrung, die ein Schüler macht, wird in den Mittelpunkt gerückt und dabei vor allem die Methode. Dabei sind der Projektunterricht, entdeckendes Lernen und das Experiment die Methoden, die Dewey explizit anspricht. Der demokratische Gedanke steht für Dewey auch im Blick auf die Ziele und Inhalte des Unterrichts im Mittelpunkt. Dewey lehnt fixe Ziele und Inhalte in der Erziehung ab. In den Mittelpunkt rückt er die Aushandlung und die Transformation von Zielen und Inhalten durch die in Erziehungsprozessen handelnden Menschen.